Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play Dark Souls 3 auf der Xbox One. So, schauen wir uns hier doch gleich mal weiter um. Diese komischen Kerker, Katakomben, da haben wir jetzt letztendlich doch hinter uns gelassen. Wow, Loch. Glühwürmchen, bleib hier. Ein Funkeltitanit. Ah, was ist denn das? Da bin ich wohl doch noch nicht durch. Lila Moosklumpen mit Blumen. Ah, das ist jetzt irgendein noch unterirdischer Tempel. Goldmünze. Oh, da ist wieder ein Loch. Willst du denn hin, Glühwürmchen? Noch ein Funkeltitanit. Jetzt bin ich einmal rum. Also was anderes ist hier nicht. Okay. Dann haben wir jetzt nur noch den Weg hier raus. Ah, der Morast ist wieder giftig. Ah, vergiftet sind wir schon mal. Das ist wieder so ein ekelhaftes Gebiet. Ich dachte, langsam haben wir alle Ekelgebiete hinter uns, aber schaut wohl nicht so aus. Da ist noch so ein Vieh. Da liegen auch noch mehrere. Da kommen wir mit unseren Heilsachen bald nicht mehr hinterher. Einen giftigen Edelstein. Das ist ganz schön giftig hier, das Zeug. Fluchbissring. Apropos Ringe, wir hatten ja hier eigentlich einen. Erhöht Giftresistenz. Den ziehen wir uns doch erstmal rein. Ist diese Vergiftung bald mal los? Nee, immer noch nicht. Okay, da haben wir jetzt alles durch. Dann geh hoch. Da ist irgendeine Tür. Gucken wir mal, was da drin ist. Wow, was ist denn das? Also da brauchen wir so gerade überhaupt nicht her. Das wird nichts. Mit der ganzen Vergiftung, mit dem ganzen Zeug, nee. Dann nehmen wir jetzt mal schön schnell
So. Dann geben wir mal schnell die Seelenpunkte aus. Ich gebe wieder 2-3 Punkte in Stärke und Geschicklichkeit, je nachdem. Und dann sehen wir uns gleich da unten bei diesen, ja, was auch immer, fetten Hintern-Teilen da wieder. So, da sind wir wieder hier unten. Da schauen wir uns doch die Viecher hier mal an. Oh, eins scheint aufgewacht zu sein. Also eins von den Dingern krabbelt hier rum. Wow. Aua, die machen ganz schön Aua. Raus aus dem Morast. Ah, Gift können wir jetzt am besten gar nicht noch gebrauchen. Was machen denn die Dinger? Eleonora. Wer oder was ist Eleonora? Auf jeden Fall ganz schön lästig, diese Dinger. Habe ich hier irgendwas, um... das zu heilen, das Zeug hier? Gift. Heiltvergiftung. Das ist doch Vergiftung, oder nicht? Ist das keine Vergiftung? Wenn nicht, was ist das? Toxin? Das ist Toxin, kein Gift. So, was hatten wir hier für einen Ring dran? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich glaube den hier. Genau. So. Falsche Taste erwischt. Ich gehe mal davon aus, die Dinger hier stehen auch noch auf. Aua, aua, aua. Ach nee, jetzt gleich alle beide. Boah, was machst du? Lass mich los. Oh nee, ey. Jetzt bin ich wahrscheinlich tot, oder? Ey. Ist aber auch wieder so ein lästiges Gebiet. Absolut grauenhaft. Weg mit dem Zeug. Bin eh schon fast tot. Ist hier drin überhaupt irgendwas? Irgendein Stein? So, jetzt krabbeln die Dinger da draußen rum, oder? So,
So, Nummer 1 ist tot. Was sind die überdimensionelle Hände oder was auch immer das sein soll? Ja, die drehen halt mal ein bisschen anders. Ja. So. Und wieder ein Haufen Scheiße. Mehr geben die nicht. Ein paar Seelenpunkte und ein Haufen Scheiße. Na, sehr schön. So. Da drüben war noch eine Leiter. Das Problem ist, wir haben keine Heiltränke mehr. Und zwar überhaupt nicht mehr. Oh, da drin liegt schon wieder so ein Ding. Sinnlos voraus. Okay. Also irgendwas ist da auf jeden Fall zu looten. Gut, wir sehen uns gleich wieder hier. Das war unser Ende. Aufgefressen. So. Und da sind wir wieder. Probieren wir es doch nochmal gegen diesen Fettwanst. Diesmal haben wir noch unsere ganzen Heiltränke. Immer mach mal, du blödes Ding. Hey, du Drecksviech. Geh sterben. Wieder ein Klumpen Scheiße. Hofzauberer-Set. Naja. So, da ist eine falsche Kiste. Genau. So. Daneben, daneben. So, geh sterben. Logans Beschleuniger ist irgendein Zauberstab wahrscheinlich, den auch kein Mensch braucht. Abfall. Das ist sehr nett. Ist hier irgendwas oder ist das hier alles sinnlos? Das ist sinnlos. Gut. Perfekt. Da draußen waren wir ja schon. Dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Weil hier ging es ja auch noch ein bisschen weiter. Nö. Oh, was ist denn das für einer? Gut, bis gleich. So, da sind wir wieder. Dann schauen wir uns doch den Typ da nochmal an. Ist auf jeden Fall irgendwie ein Magier.
wunderbar. So, geh sterben. Hätte wahrscheinlich besser klappen können. Schriftrolle von Logan. Ich wusste gar nicht, dass Logan Schriftrollen schreibt. Das war doch Wolverine. So, was haben wir hier? Götterzorn. Irgendein Zauber. Gut, dass wir hier unten schon aufgeräumt haben. So, da haben wir noch den Weg hier. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier rauskommen. Kerker von Irtel. Auch nicht schon wieder. Werde ich denn dieses blöde Gebiet nie los? Geh sterben! Nicht schon wieder mit dir. Natürlich perfekt, dass wir jetzt überhaupt keine Lebensenergie mehr haben. Schlüssel des Wärters. Nochmal irgendwelche Schlüssel. Und hier ist der Riese. Perfekt. Kommen wir hier lebend runter. Alles voller Ratten. Die nerven natürlich ein bisschen. Aber so sollte ich den eigentlich tot bekommen. Die Ratten kommen auch immer wieder. No, langsam musst du aber mal umfallen. Als hätte er es gehört. Hört das mit den Ratten dann auf oder kommen die unendlich? Scheinen immer weiter zu kommen, oder? Gottlose Flamme, ein bisschen Titanit-Zeugs. So. Da scheint es weiter zu gehen. Und da schauen wir uns mal die Wege an. Da ist ein Aufzug, wahrscheinlich irgendwie ein Shortcut. Latschen wir doch mal kurz drauf. So. Leuchtfeuer. Ah, jetzt sind wir ganz am Anfang von diesem Kerker. Auch nicht schlecht. Also kann man jetzt diesen ganzen Kerker umgehen, einfach dort rein, da runter und dann irgendwo gucken, dass man weiterkommt.
Jetzt sind die ganzen Ratten wieder hier. Geht sterben. So. Hier war noch ein Eingang. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Das ist bestimmt eine falsche Kiste. Genau. Und da haben wir eine Leiter. Drachentöter Blitzpfeile. Okay. Ich hoffe, wir begegnen nie einen wahrhaftigen Drachen. Obwohl, wir hatten ja schon mal welche gesehen. Da in dieser hohen Mauer irgendwo. Da war ja irgendwo auf dem Dach einer, der da immer Feuer gespuckt hatte. Blitzbolzen und lauter Eingangslöcher. Glühwürmchen. Ach, das war hier, wo vorher der mit seinen Armen drauf lag, wo wir nicht rübergekommen sind. So, dann ist das hier auch alles frei. Gut, dann haben wir alle Gänge hier frei. Dann würde ich sagen, wir benutzen hier wieder so einen Knochen. Zur letzten Rast. So. Dann haben wir jetzt noch den Weg hier. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Jedenfalls schon mal eine ewig lange Leiter. So, und eine ewige Brücke. Da kommt es. Wow. Sehr nett. Und so ein Gargoyle-Vieh. Okay. Mensch. Von der Brücke runter. Auf der Brücke wird es wahrscheinlich ein bisschen blöd, mit dem zu kämpfen. So, haben wir den auch schon mal entsorgt. Ich hoffe, der kommt jetzt auch nicht ständig wieder. Unitöter Großpfeil. Lauter Großpfeile. Basilen. Unten stehen wieder welche rum. Hallo? Oh. Machen ganz schön Feuer. Mensch, jetzt treff den doch mal. Er steht doch genau vor dir. Und ein Gargoyle.
Aua. So. Er spielt auch nicht mehr mit. Hat die aber eine komische Laterne. Irgendeine rostige Münze, was auch immer uns die bringt. Ich hatte mal gelesen, die sollen zumindest das Findeglück erhöhen, also dass man mehr Gegenstände looten können. Aber wir haben ja eigentlich genug Zeug. So, ist hier irgendwas? Ich hoffe, die da oben bleiben schön versteinert. Ah, ein Boss. Ach nee. Und hier auch kein Leuchtfeuer. Oben sitzt auch einer. Komm runter. Das ist mir jetzt ein bisschen viel. Betreiben müssen wir es ja nicht gleich, oder? Irgendwas kommen wir her. Am besten der Gargoyle, dass wir den erstmal entsorgt haben. Gargoyle hat ausgegargoyelt. Das Vieh ist auch weg. Das sowieso. Hundertfünfzig Punkte so viel. Ist gar nicht mal schlecht. So, auch weg. Alles falsche Kisten. Das auch. Oh. Hm.
so. Wir sterben. Ruhm, Großschild. Und eine rostige Münze. Noch eine rostige Münze. Und hier stand ja auch noch irgendwo eine Kiste. Na, hier sieht man auch keine Kette. Das ist eine richtige. Eine Glut. So, so macht das jetzt mal wieder überhaupt keinen Sinn, den Boss zu ergreifen. Das heißt, wir müssten irgendwie wieder den ganzen Weg zurück. Und wieder ans Leuchtfeuer. Gut, wenn wir das alles durch haben, dann machen wir bei dem Leuchtfeuer erstmal Schluss. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn wir dann den Boss angreifen. Bis dahin, wenn es gefallen hat, lasst mir immer ein Däumchen da und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut!